Oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Also teilweise kann man die Gegner echt nicht sehen, ne? Cool. Muss ich beenden. Ah, schade. Ja, hauen den nochmal ganz runter. So, da ich nicht sterben darf, machen wir das jetzt doch mal ein bisschen vorsichtiger alles. Also nee, das finde ich einfach nur lächerlich. Was soll man dazu sagen? Also nochmal. Mann, oh Mann. Ja, diesmal macht er keinen Doppelsprung. Ich kann's nicht glauben. Es ist unfassbar. Mein Gott, ey. Bin ich so schlecht in diesem Spiel geworden? Mann, es kann doch nicht sein. Was war das jetzt? So, hier warte ich jetzt auch, ist mir sowas von egal. So, und da haben wir die erste Plattform. Kriegen wir jetzt auch eine Trophäe für. Jo. Kein Kratzer. Jetzt noch nicht.
Ich kann mich leider auch nicht mehr so gut daran erinnern, was hier jetzt noch alles los war. Aber da springen wir doch nochmal. Ach, guck mal, das war's schon. Das gönnen wir uns mal ganz schnell, ne? So, den lilanen. Brauchte ich den? Doch, ja, tatsächlich brauchte ich den schon. Wollen wir das machen? Ja, ne, wieso nicht? Ja, 95 Kisten müssen wir jetzt sammeln. Könnte doch schwer werden, wobei es geht eigentlich. Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht, ne? Ist zwar schon sehr lange her, aber es sollte doch möglich sein, oder? So, kriegt ihr alle mit? Ich glaube ja. Jo, jo. Ich hasse die, die da immer den Hebel runterdrücken. Die sind Kacke. Oha, ich habe eine Dreier-Akku, das ist sehr gut. Lächerlich. Ja, mit einer Dreier-Akku gehen die Türen nicht zu. Aber das ist ja auch zum Kotzen gewesen. So, und jetzt zurück. 20 Kisten. Kommt da jetzt noch was runter? Ah, nein. Irgendwo ist noch eine. Wollen wir die einsammeln? Ja, ich glaube, es lohnt sich. Ah, ich glaube nicht, dass ich sterben werde. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Denn hier, genau, fehlt ja die Platte. Ja, und damit haben wir schon alle.
Das ist doch lächerlich, Mann. Diese scheiß Türen. Aber jetzt muss ich nur noch diese Sprünge hier schaffen. Ja. Das kann manchmal auch schwer sein. Ja, das ging ja noch eigentlich ganz gut hier. Ganz gut hinbekommen, den Kram. So, dann schauen wir mal. 31%. So, 13 hatte ich. 14 ist Road Crash, das ist schon das Motorrad-Level. Oh, und Doubleheader, das ist auch ein ziemlich leichtes Level. Road Crash könnte jetzt doch noch ein bisschen schwer werden, weil mit dem Motorrad-Level bin ich noch nicht so. Ja, schauen wir mal. 25 Kisten. Ich probiere beides zu schaffen. Ja, so wird das nichts. Gut, dann holen wir jetzt erst alle Kisten. Shit. Das war's wohl. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Nein, schaffe ich nicht. Oh mein Gott. Es war absolut schrecklich. Ja, es könnte jetzt, glaube ich, doch ein bisschen dauern. Ach komm, ey.
Ich krieg diese scheiß Kisten da nicht. Ist einfach zu schwer. Diese Kurve und die Kisten. Zu schwer. Und es kommt ja noch eins, ne? Oh, es kommt ja noch ein Motorrad-Level. Oh nein. Wie soll man diese Kurve so gut schaffen, ey? Ach Mann. Mann. Ich weiß nicht, so manchmal finde ich, fehlt ein bisschen die Kontrolle. So, erster bin ich schon mal geworden. Alter, endlich. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Crash Bandicoot Insane Trilogie Parts. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.